Ein herzliches Willkommen zu einem neuen Video. Ja, heute die Aufstellungen der neuen Game Week. Eine Midweek steht auf dem Programm, sind so meine liebsten Game Weeks. Da ist immer wieder was möglich und dementsprechend finde ich Europa Challenger relativ interessant. Es gibt eigentlich nur 4 Spiele, wovon man eigentlich nur Rosenborg ernst nehmen kann, Royal Union und Antwerpen. Eigentlich die 3 Mannschaften, wo man am halbwegs Karten kriegen kann. Und der Preispool ist relativ interessant. 174 Karten gibt es hier zu gewinnen. Hier kann man auch natürlich vorausplanen und schon langsam ja für den Sommer gucken. Denn Rosenborg ist sicherlich keine uninteressante Mannschaft. Und wenn man sich so ein bisschen mit Norwegen befasst, hat man da auch einige Karten, die man sich holen kann. Ansonsten die La Liga und die Serie A wird gespielt. Da finde ich nach wie vor nicht so verkehrt die nationalen Wettbewerbe und dementsprechend Europa Champion. Da sind noch 4 Premier League Spieler dabei. 420 Karten hält sich so im Rahmen, ist eigentlich ganz, ganz okay. Asia finde ich nach wie vor sehr, sehr interessant. Ihr seht, erst 1400 Manager angemeldet und es wird wahrscheinlich auch nicht viel, viel mehr werden. Ich sage mal so irgendwo bei 3000 wird das wahrscheinlich ein Cap sein. Natürlich muss man hier auch gut treffen. America finde ich weniger interessant. All-Star glaube ich, dass so kartentechnisch mit 1500 ein gutes Limit ist. Max 270 immer die Hälfte. Cap 240 halt mit dem Threshold sollte man halt mitnehmen. Und ansonsten finde ich noch unter 23 interessant, dadurch, dass es nicht viele Torhüter gibt. Wenn man da irgendwo noch einen Torhüter übrig hat und ein ordentliches Team aufstellen kann, hat man da auch gute Chancen. Aktuell 1300 Manager angemeldet, 570 Karten zu gewinnen. Wir haben noch etwas mehr wie 24 Stunden. Ich denke mal, da wird so viel mehr nicht dazukommen. Dann gucken wir meine Lineups uns direkt an. La Liga Pro ist noch nicht in Stein gemeißelt. Ich würde gerne mit einem Mallorca Defensivblock ins Rennen gehen. Rajkovic als Kapitän gegen Girona. Valiant hat anscheinend wieder irgendwelche Rückenprobleme. Letztes Spiel auf der Bank gewesen, heute Montag. Mal abwarten, ob er da in der Startelf sein wird. Koke sollte safe spielen in Cadiz, dadurch, dass Llorente verletzt ist. Frankie de Jong soll angeblich auch normal wieder in der Startelf sein. Barcelona will den Meistertitel da nun endlich einsacken. Dementsprechend werden die noch nicht rotieren, denke ich mal. Und Griezmann, ja, fast schon erschreckend, was der so die letzten Spiele immer mit einer 80, 90, 100 raushaut. Mal gucken, eigentlich musst du den halt einfach reinschmeißen. Ansonsten habe ich defensiv mir noch ein Backup geholt für den Verteidiger. Wenn Valiant heute nicht spielt, gehe ich auf die sichere Variante und würde dann German Pezzella reintun gegen Athletic Bilbao. Das ist normalerweise eh ein Spiel, das relativ defensiv geprägt ist. Den habe ich mir geholt, weil ich beim Spiel Betis gegen Barcelona gesehen habe, wie reihenweise die Innenverteidiger ausgefallen sind. Einer hat sich verletzt und der andere hat eine gelb-rote kassiert. Dementsprechend wird Pezzella ja bis zum Ende der Saison ziemlich sicher weiterhin Stamm-Innenverteidiger bleiben, egal wie sie spielen, und hat grundsätzlich auch nicht so schlechte Werte. Serie A Pro mit dem altbekannten Bologna-Defensivblock, dann haben wir Caprari im Angriff gegen Roma. Dadurch, dass er einen ziemlich guten Allround-Score immer wieder bringen kann, zu Hause auch noch. Felipe Anderson eigentlich das gleiche. Gegen Sassuolo vielleicht sogar ein Tor möglich. Und ansonsten Wallace Sosa Silva zu Hause gegen Napoli. Könnte so ein Spiel sein, wo viele Zweikämpfe zu führen ist. Vielleicht so eine 50, eine 60 raushauen wäre natürlich eine feine Sache. Sieht auf den ersten Blick nicht so verkehrt aus. Die Amateurturniere hier im Prinzip Marc-André Ter Stegen im Tor, Lewandowski im Angriff. Ist eigentlich relativ vielversprechend zu Hause gegen Osasuna. Auch Atletico gegen Cadiz zu Hause, obwohl Cadiz einen starken Torhüter grundsätzlich hat. Und Pau Torres scoret normalerweise auch immer relativ gut. Sieht auf den ersten Blick nicht so schlecht aus. Valencia spielt sowieso gegen den Abstieg. Aber ja, man braucht nichtsdestotrotz viel, viel Glück. Und Serie A habe ich Alex Meret drinnen. Den Torhüter hier glaube ich nicht viel. Also Udinese kann schon ein Tor machen, obwohl die sehr, sehr viele verletzt haben. Success und so weiter sind alle Verletzte. Lafeo. Also so viele Stürmer haben die jetzt nicht, die Tore machen können. Quaradonna, Felipe Anderson. Dann habe ich mir Ederson noch geholt für Atalanta gegen Spezia. Ist eigentlich kein schlechter Scorer. Und Per Schurz, der gefällt mir eigentlich ganz gut gegen den Tabellenletzten Sampdoria. Denke ich, sollte auch einiges möglich sein. Dann die Cap Modes. Hier werden wir so einen kleinen Cheat einbauen. Osman Dembele, letztes Spiel schon eingewechselt worden. Kostet quasi 0 Punkte für dieses Lineup. Dementsprechend kann ich einen Erling Haaland aufstellen mit einem hohen Score. Samir mit einem hohen L15-Score, Fabinho Tavares
und Dimitrovic und habe noch immer gleich 40 Punkte übrig. Das heißt, ich könnte noch ein bisschen mehr reinschmeißen, Fabinho Tavares vielleicht austauschen und noch einen stärkeren Mittelfeldspieler hier irgendwie einbauen. Mal gucken, ob ich da was bastle. Mit Dimitrovic zu Hause gegen Espanyol sollte eigentlich auch eine gute Chance sein für ein Spiel zu Null. Mit dem neuen Trainer Sevilla defensiv eh nicht so schlecht. Haaland muss ich abwarten, ob die nicht da irgendwas wieder rotieren oder irgendwie jemanden schonen. Aber ich denke, Haaland, wenn er fit ist, den auf die Bank zu setzen, wäre ein bisschen fahrlässig. Cap 240, hier gehe ich das Risiko auch mit dem Belay ein, weil da halt auch sehr hohe L15-Scores drin sind. Girotto, normalerweise einer, der sehr hoch scoren kann und dementsprechend auch ein L15-Score sehr hoch ist. Paik Seng-ho und dann habe ich dann noch Kim Yen-hyun als Torhüter und Nobori Sato, anscheinend Kawasaki Frontale wirklich wieder erstarkt mit dem neuen Torhüter. Defensiv viel, viel stabiler. Letztes Spiel hat er sogar noch ein Tor gemacht, Nobori Sato. Mal gucken, ob das sich so auszahlt. Ansonsten hätte ich gleich nur 43 Punkte zur Verfügung. Da fehlt es mir irgendwie, dass ich da einen sinnvollen Stürmer einbaue. Mal gucken, ob ich hier noch irgendwas umbasteln werde. Cap 270. Hier Ledesma im Tor. Hier habe ich eigentlich ein schwächeres Line-up aufgestellt, da die Gefahr halt hoch ist, dass Atletico Madrid schon ziemlich sicher ein Tor macht gegen Cadiz. Dementsprechend dann hast du hier einen gelben Wert. Diakabi gegen Villarreal wird auch ein schwieriges Spiel. Javier Aquino, der ist mir fast schon wieder zu schade. Wäre so ein Kandidat, den ich vielleicht so ein bisschen irgendwo umschieben könnte. Mikel Ure, auswärts gegen Los Angeles FC. Ich glaube, da wird es auch wahrscheinlich nicht so viele Tore geben. Somit kein großartiger Decisive-Score. Sabitzer ist sowieso ein Wackelkandidat. Wie gesagt, wenn ich ihn aufstelle, spielt er nicht. Wenn ich ihn nicht aufstelle, wie im letzten Spieltag, da hat er wieder gespielt. Dementsprechend so das schwächste Line-up, was ich so mal drinnen habe. Dann Challenger Europe. Hier erhoffe ich mir einiges. Ich habe einen Defensiv-Stack mit André Hansen und Erlend Reitan von Rosenborg drinnen und zwei Spieler von Royal Union gegen Royal Antwerpen zu Hause. Gyökeres und Senilinen sind so die Dauerbrenner und Isak Atanga, ein Stürmer aus Norwegen von Aalesund. Ja, mehr hatte ich nicht übrig. Ich wollte mir auch jetzt nichts großartig holen. Hat, glaube ich, Potenzial, dass er dort Stammspieler wird. Jetzt ein paar Einsätze gekriegt, zumindest als Einwechselspieler und glaube im letzten Spiel sogar 60 oder 70 Minuten gespielt. Dementsprechend, ja, wenn alle spielen und ein, zwei vielleicht gute Score oder Punkte dabei sind, sollte zumindest eine Tier 5, Tier 4 Karte drin sein. Ansonsten, ja, lasse ich mich positiv überraschen. Europa Champion, hier mit dem Barcelona-Block drinnen, Ter Stegen, Frankie de Jong, Lewandowski, Alessandro Buongiorno für Torino habe ich mal drinnen und Alcantara ist so der Wackelkandidat. Irgendwann muss er mal wieder von Anfang an spielen. Gerade mit den ganzen, ja, engen Zeitplänen, die die haben jetzt mit den englischen Wochen, muss irgendwann mal Klopp meiner Meinung nach rotieren. Aber mal gucken, der war jetzt letztes Spiel nicht im Kader. Kann sein, dass ich da jetzt auch nochmal umswitche. So wäre es mir halt am liebsten, wenn ich aufstellen könnte. Aber kann auch sein, dass ich hier noch Busquets reinschmeiße. Da bin ich jetzt auf der Verkaufsliste. Da müsst ihr halt aufpassen bei der List or Play-Regel. Dann könnt ihr die Karte nicht verkaufen, wenn ihr die wieder aufstellt und und. Dementsprechend, ich lasse den noch auslaufen. Wenn der jetzt nicht gekauft wird bis kurz vor der Deadline, werde ich Sergio Busquets wahrscheinlich hier einbauen. Champion Asia, hier hoffe ich mir eigentlich auch einiges. Ich gehe doch wieder auf Kawasaki Frontale mit Miki Germane, Joao Schmidt und Shintaro Kurumaya, der gesetzt ist in der Innenverteidigung. Im Angriff Yoshiniro Muto für Vissel Kobe und im Tor Jun Hachimori vom Titelverteidiger. Sieht auf den ersten Blick sehr, sehr gut aus. Bisschen doof halt, dass alles drei Auswärtsspiele sind. Da wird wahrscheinlich nicht jeder gewinnen. Jedoch sind das so für mich so die besten Spieler, die ich hier aufstellen kann, so von den möglichen Scores. America, hier Lancelotto drin, der wurde im letzten Spiel geschont. Aaron Long sollte safe spielen gegen Philadelphia Union. Ich denke, dass es ein sehr enges Spiel sein wird. Dann Guillermo Fernandes gegen Colo Colo sollte auch gesetzt sein. Macht auch seine 50 Punkte, genauso wie West Fausto Vera. 50, 60 Punkte. Und stürmertechnisch hätte ich jetzt Ure auch noch reinschmeißen können, aber der blockiert sich mit Long. Dementsprechend habe ich jetzt Christian Ortiz von Barcelona SC gegen Palmeiras. Hat auch immer wieder einen nicht so schlechten Allround-Score. Hier brauchst du auf jeden Fall sehr, sehr viel Glück, obwohl es sind gar nicht so viele Spiele im Endeffekt. Die Copa Libertadores, da sind halt auch viele Rumpfteams drinnen und eigentlich nur Los Angeles FC, Philadelphia Union und Tigres sind so die drei, ja, wichtigsten Teams, wo man einen Full Stack aufstellen kann. Wenn die drei nicht übermäßig performen, hat man eigentlich mit einem bunt gemischten Stack gute Chancen. Sonst, glaube ich, Corinthians hat ein paar Karten, in die man spielen kann, Argentinos Juniors, River Plate,
und Boca Juniors. All-Star, hier bin ich ebenfalls mit Lancelotto drin, Kumaya, dann mein neuen Reward, Frank Honorat von Start Press, der ist eigentlich auch ganz, ganz okay von den Scores. Morata hat auch letztes Spiel jetzt ein Tor gemacht und Joao Carlos Teixeira mit Shanghai Shenhua, auch eigentlich ein sehr, sehr vielversprechendes Lineup. Nur bei Morata muss man immer ein bisschen so Angst haben, dass da wieder die Rotationsmaschinerie angestellt wird, obwohl er jetzt ein Tor gemacht hat, kann natürlich Simone sich wieder was einfallen lassen. Dann U23, hier hoffe ich, dass sie weiterhin auf Kositani setzen, hat jetzt auch wieder 4 Gegentore kassiert, kann natürlich passieren, dass der andere Torhüter spielt, danach ist es natürlich schwieriger. Lee Han Boom ist endlich aus seiner Kreuzbandverletzung zurück, hat direkt glaube ich eine 70 oder eine 80 rausgehauen, hoffe ich mir langfristig viel, ist ein junger 21-jähriger Spieler, Riesentalent aus Südkorea. Samuele Ricci habe ich erstmal drin, ich hoffe, dass der auch gegen Sampdoria in der Startelf sein wird und Vitao als Kapitän. Kapitän ist einer, der immer seine 50-60 Punkte bringt gegen Club National und eigentlich der größte Wackelkandidat Akito Suzuki, ein Stürmertalent. Shonan Belmare lässt immer sehr viele junge Spieler spielen. Eingewechselt wird er auf jeden Fall werden, aber dann sind es halt nur 25-30 Punkte. Dementsprechend, ja, sonst hätte ich noch Ansu Fati als Option. Da habe ich so meine Zweifel, wird ja auch nur eingewechselt und aktuell relativ glücklos. Letztes Spiel eigentlich ein Tor gemacht, das wurde dann aber als Eigentor gewertet. Dementsprechend, ja, also zumindest ein Assist. Lewandowski wäre ja dahinter gestanden, hätte den Ball ziemlich sich auch reingedrückt. Dann hätte er einen Assist wenigstens gehabt. Aber ich gehe wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich mit Suzuki, da der halt immer seine Einsätze kriegt. Und bei Rare kann ich eigentlich kein Cap 240 Team stellen. Torhüter habe ich keinen. Ich habe deswegen ein Cap 220 Team aufgestellt mit Yan Hyung Mo. Letzten spielte er auch wieder ein 0:1. Wieder ein Gegentor kassiert. Also die Samsung Blue Wings sind echt ein bisschen von der Rolle. Mal gucken, Incheon ist jetzt auch nicht so die Übertrübermannschaft. Aaron Long hier drinnen. Wie gesagt, da hoffe ich auch einen guten Score. Shoma Doi, auf den bin ich umgeschwenkt. Der ist nach seiner Einwechslung, war anscheinend verletzt, direkt 2 Tore gemacht. Könnte sein, dass der in der Startelf ist. Boya Majoral hat am Wochenende eine gute Torchance. Ansonsten war Getafe allgemein blass und Koche Ukono. Der könnte noch rausfallen, ist eigentlich nur ein Wechselspieler. Ja, Ukona und Shoma Doi sind so ein bisschen die zwei Wackelkandidaten. Da hätte ich eigentlich nur noch eine ernsthafte Option und das wäre noch Carles Alena, der eventuell spielen könnte. Getafe hat doch ein paar Mittelfeldspieler, die da fehlen. Also es wird sich entscheiden wahrscheinlich zwischen Carles Alena, Ukona und Shoma Doi, wer da dann den letzten Platz hier kriegt. Ansonsten Majoral, Aaron Long und Yan Hyung Mo. Ziemlich gesetzt bei der ganzen Geschichte. Könnte was werden, die ganze Sache, wenn Shoma Doi da wieder so ein Tor oder Assist macht. Und bei Japan muss man halt immer zittern, ob die überhaupt in der Startelf landen oder nicht. Dementsprechend vielversprechende Lineups, das habe ich aber immer. Und dann gibt es wieder irgendwelche Did Not Plays oder Elfmeter oder Tore. Ihr kennt das ja eh alle. Ein bisschen Glück braucht man halt bei der ganzen Geschichte auch. Am Anfang sieht es immer gut aus. Und irgendwelche Änderungen kann es auch halt noch geben bei Thiago Alcantara, Sabitzer, dass ich mir da vielleicht noch was anderes einfallen lasse. In diesem Sinne, danke, dass du zugeschaut hast bis zum Ende. Wünsche euch allen viel Glück bei der kommenden Game Week und dann bis zum nächsten Mal.